Auch das Stadtbild des ersten Bezirks in Wien wird unter anderem vom Kunsthandel geprägt. Denn im Dreieck zwischen Stephansplatz, Michaelerplatz und Albertina buhlen zahlreiche Galerien um die Gunst der Kunstkäufer. Die Galerie Kaiblinger setzt dabei auf zeitgenössische Kunst. Zeitgenössische Kunst verkauft sich sehr gut. Wir sind eben spezialisiert dafür. Hier habe ich natürlich auch meine speziellen Künstler, die ich sehr schätze. Allen voran Gottfried Hellenwein. Der österreichische Star der hyperrealistischen Malerei hat den ehemaligen Baumeister Kaiblinger einst sehr berührt. Ja, an den Moment, wo ich das erste Bild von Gottfried Hellenwein gesehen habe, kann ich mich sehr gut erinnern, weil da hat es mir ein bisschen die Gänsehaut aufgezogen. Erstens durch das Sujet, das Kind mit der Verletzung, mit den Bandagierungen. Andererseits auch mit dieser überzogenen hyperrealistischen Malerei. Und ab dem Zeitpunkt wusste ich, das muss ich sammeln. So kam Kaiblinger vom Sammeln zum Handeln und wurde vom Baumeister zum Galeristen. Der Markenstar Hellenwein avancierte auch zum wichtigsten Künstler der Galerie. Also das ist der absolute Klassiker von Gottfried Hellenwein. Wie man sieht, ist das hier eine entstellte Maus, nämlich keine liebe, schöne, nette Maus, sondern eine bedrohliche, kaltschnäuzige Maus. Und wer kauft so ein Bild? Entweder es sammelt jemand Gottfried Hellenwein, dann ist es ein Must-Have, oder er verliebt sich in das Sujet. Seit 20 Jahren widmet sich Siegfried Kaiblinger in seiner Galerie der zeitgenössischen Kunst und setzt dabei vorwiegend auf Künstler aus Österreich, wie den Niederösterreicher Robert Kabas. Robert Kabas ist ein stiller Künstler, auch an der Preispolitik. Hier muss ich sagen, leider. Und wir bewegen uns hier bei diesem roten Bild bei ca. 6.000 Euro und bei diesem hochformatigen Bild bei ca. 9.000 Euro. Also mir wäre es natürlich lieber, wenn die Preise ein bisschen höher werden, weil dann hätte der Künstler mehr in wirtschaftlicher Hinsicht und die Galerie auch mehr in wirtschaftlicher Hinsicht. Beim Wechselspiel zwischen den Erfordernissen des Kunstmarktes und den Möglichkeiten der Künstler muss der Galerist oftmals zwischen beiden Welten vermitteln. Hier sind auch wir Galeristen und Kunsthändler schuld, weil wenn was gut läuft, bitte lieber Künstler, machen wir noch eine Serie, machen wir noch eine Ausstellung, machen wir noch ein Buch. Das heißt, auch der Künstler ist manchmal ein Getriebener. Oft nicht selbst schuld, dass eine Überproduktion stattfindet. Andererseits ist man Geschäftsmann, man muss Umsätze machen, man will auch eine gewisse Selbstbestätigung. Der Künstler will eine Selbstbestätigung, er ist gefragt am Markt. Der Kunsthändler will eine Bestätigung, die Bilder dieses gewählten Künstlers kann man verkaufen. Und dementsprechend ist das eine Abfolge, man kann es auch umschreiben, der Fuchs beißt sich in den eigenen Schwanz. Die Werke von Gottfried Hellenwein bewegen sich circa ab 70.000 bis 80.000 Euro. Hier sprechen wir von einem Format von ca. 150 x 100 cm und reichen bei ca. 200 x 300 cm eine Marke von ca. 150 bis 200.000 Euro, je nach Sujet, auch je nach Alter. Gottfried Hellenwein ist natürlich meiner Meinung nach international der bekannteste zeitgenössische österreichische Künstler, wurde weltweit in Ausstellungen, in musealen Ausstellungen gezeigt, natürlich auch in Österreich, Lentos Linz, Albertina Wien, zu seinem 65. Geburtstag eine sehr, sehr große Schau, große Retrospektive. Unweit der Albertina gelegen, bekommt die Galerie auch oft Überraschungsbesuch von Hellenwein. Natürlich unangemeldet kommt der Gottfried oft zu uns in die Galerie. Und da freue ich mich und mein Team natürlich sehr, weil da kann man wirklich dann das eine oder andere abseits des künstlerischen, geschäftlichen Geschehens dann ein bisschen auch plaudern, wo niemand zuhört. Gottfried Hellenwein überrascht gerne.
seit kurzem auch mit einer Schau in der Kärntner Kleinstadt Bleiburg, wo das Dorf zur Hellenwein-Installation zum Thema Kind wurde. Kunst sollte imstande sein, eine emotionale Reaktion hervorzurufen, also Leute zu berühren. Und zwar unabhängig von dem Bildungsgrad oder der Information, die Menschen in Bezug auf Kunst haben. So emotional impact, würde es auf Englisch heißen. Die Reaktion der Menschen auf seine Kunst ist für Hellenwein genauso wichtig wie das Kunstwerk selbst. Bei meiner letzten Ausstellung in der Albertina, wo an die 250.000 Menschen kamen, da hat der Direktor Schröder auch gesagt, er hat alle Größen der zeitgenössischen Kunst von Kiefer bis Richter gezeigt. Ich habe noch niemals eine Reaktion gesehen wie bei meiner Ausstellung, wo Leute vor den Bildern standen und geweint haben. Die künstlerische Auseinandersetzung mit den Themen Kind und Gewalt begleitet Hellenwein sein Künstlerleben lang. Was interessant ist jetzt in der Zeit der endlosen Vielfältigung von Bildern, gerade durch die neuen Technologien, sind Jugendliche oder Kinder heutzutage überschüttet, überflutet mit Bildern des Tötens und Sterbens und Killens. Ja. Vor kurzem, seit den 80er Jahren, sind Kinder das erste Mal mit Maschinenpistolen in die Schule gegangen, mit dem Ziel, so viele Leute wie möglich zu töten. Und das ist neu. Das heißt, dass Kinder Massenmorde an Kindern begehen, ist neu in der Geschichte der Menschen, hat es noch nie gegeben. Ja? Und ich denke, das ist ein deutliches Anzeichen für das Sterben einer Gesellschaft. Lange vor diesen Ereignissen hat Hellenwein mit seinen Bildern diese Themen bereits visualisiert. Ja, ich glaube, dass Kunst auch eine visionäre Kraft haben kann, wenn Sie bedenken, wie Huxleys Brave New World oder Orwells 84 längst von der Realität überholt wurde, zum Zeitpunkt, wo das völlig unreal klang. Sie sehen es immer wieder in der Kunst, dass Künstler auch bestimmte Sachen vorahnen oder sehen, bevor sie wirklich stattfinden. Damals wie heute reagieren die Menschen auf Hellenweins Kunst teils verstört. Also auch hier bei dieser Ausstellung gab es eine Anzeige, gleich am ersten Tag eine Anzeige wegen Pornografie. Die Polizei musste ermitteln und mit dem Direktor des Museums reden. Wenn Sie sich die Bilder genau anschauen, werden Sie merken, dass es auf meinen Bildern sicher nicht stattfindet. Was ich aber vorschlagen würde, dass man den Rechner des Anzeigers anschaut und seinen Computer durchgeht. Das wäre interessanter. Obwohl selbst ein Teil davon, sieht Hellenwein den zeitweise überhitzten internationalen Kunstmarkt der zeitgenössischen Kunst durchaus differenziert. Vor kurzem ist gerade ein Basketbild für über 100 Millionen verkauft worden. Das hat natürlich überhaupt nichts mit dem Wert der Kunst zu tun, das ist etwas völlig anderes. Demian Hirst, also jemand, der es wissen muss, hat ja gesagt, dass Kunst und Kunstmarkt zwei völlig unterschiedliche Dinge sind. Deshalb, beim Kunstmarkt geht es ums Geld, bei der Kunst geht es ums Leben. Das war einer der wenigen Sätze, die Damien Hirst gehört, die wirklich gut sind und Hand und Fuß haben. Und was wird von der zeitgenössischen Kunst bleiben? Es ist sicher so, dass ein riesiger Haufen an Wichtigtouren ohne Unterbrochen irgendwelche Weisheiten verzapfen, die niemand braucht, die auch nicht in Zusammenhang mit irgendwas sind. Das ist, muss man gelassen hinnehmen, so wichtig ist das alles nicht. Der objektive Richter ist eigentlich die Zeit. Das heißt, man weiß es erst im Nachhinein? Ja, mit Sicherheit im Nachhinein. Ja. Manche wissen das auch schon zu Lebzeiten, aber für die Allgemeinheit wird es immer klar und sichtbar nach 100 Jahren.